So, hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich will jetzt mal in den Juli reingucken für euch, welche Themen da angesprochen werden. Ich teile euch jetzt mal eben kurz mit, welche Karten ich diesmal verwenden werde. Und zwar wieder das Seelenorakel, das kennt ihr schon, von Colette Baron Reed, Alberto Ribollo und Marcella Lobos. Das benutze ich eigentlich jedes Mal. Dann haben wir hier das die Weisheitskarten der Seele, auch von Colette Baron Reed. Dann haben wir hier das Krafttier-Orakel. Das habe ich jetzt eine längere Zeit nicht benutzt. Das werde ich jetzt heute mal wieder mit benutzen. Und auch eine Karte aus den verborgenen Welten. Dann hier eine Liebesbotschaft für euch mit den Herzkarten. Und die allgemeinen Übersichten machen wir dann mit dem Lenormand-Karten und die Hauptlegung werden wir heute mal mit den Tarotkarten von Angelika Schulze machen. Und da nehme ich jetzt ja, heute hatte ich die eingegeben, ich mache das mit Tarotkarten und von ihr dann eben auch als Ergänzungskarten notfalls dann noch die Lenormand. Und wenn ich noch weitere Klärungen habe, nehme ich die Secret Cards von Nadine Breitenstein noch als Hilfe mit dazu. Vorweg werde ich dann immer noch die astrologischen Sachen mit einfließen lassen, was für euch jetzt eventuell im Juni wichtig ist, also horoskopmäßig. Ja, damit decke ich dann hoffentlich eure Fragen wieder ab. Denkt bitte daran, dass es eine allgemeine Legung ist. Es kann und wird auch nicht unbedingt auf jeden zutreffen. Aber ich versuche es so allgemein wie möglich zu halten, sodass jeder sich da auch wirklich was raussuchen kann. Denkt bitte daran, dass ihr euer Aszendent nochmal mit anguckt. Und ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. Und dann legen wir mal los. Bis gleich. So, hallo meine lieben Krebse, ich begrüße euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, wir wollen jetzt diesmal gucken, was bei euch so los ist. Ich habe jetzt schon ein paar Karten vorgezogen. Ich habe sie auch schon offen liegen gelassen. Ich habe vorhin schon mal ins Horoskop, sag ich mal, reingeguckt für euch. Da ist aber nichts Benennenswertes, also keine großartigen Highlights, auch keine extrem kritischen Phasen. Da seid ihr jetzt im Juli ein bisschen von freigesprochen, sag ich mal. Das ist ja auch ganz, ganz gut so. Wir haben hier ist bei euch gefallen, bei den Seelenorakel das Feuer. Und das Feuer spricht davon, ja, wieder Leidenschaft zu entwickeln. Hier geht es um Transformation. Ich zeige euch mal die Karte. Transformation. Alle Sorgen und Nöte, die ihr habt, praktisch verbrennen, Schmerzen, alles hinter euch zu lassen. Wirf es praktisch gedanklich ins Feuer, ne, damit sich sag ich mal, diese Ängste und Sorgen, alles, was damit zu tun hat, ja, sich einfach verwandeln kann, ne? Setzt dein Leben in Flammen. Hier heißt es natürlich dann auch genau hinzuschauen, was soll wirklich in die Flammen geworfen werden, wo habt ihr lange genug dran rumgedoktert, drüber nachgedacht, wie mache ich dies, wie mache ich das, was gehört wirklich noch zu euch und was nicht. Und das sehen wir hier auch in der nächsten Karte. Hier ist die Trennung gefallen. Trennung ist natürlich immer so ein, ja, man denkt immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, geht jetzt meine ganze Beziehung auseinander oder so. Nein, das hat jetzt nicht immer unbedingt was damit zu tun. Es kann natürlich sein, wenn ihr euch trennen wollt oder sich jemand von euch getrennt hat, dann sollt ihr das auch so geschehen lassen, weil dann ist es auch so gewollt, ne? Einfach zu beenden, was auch nicht länger in deinem Sinn ist. Ja, also nicht daran festzuhalten, ne? Ja, und jetzt im Moment ist eigentlich auch der ideale Moment, um deine Ziele und Wertvorstellungen eben auch zu überdenken, was hier natürlich auch
mit dem Feuer zu tun hat, ne? Was ihr hinter euch lassen sollt, damit ihr das ein für alle Mal auch abhaken könnt, ne? Das Thema Trennung, sag ich mal, ja, ist natürlich auch immer Auflösung und eben aber auch Auseinandergehen, weil den Preis, wenn du dich da praktisch dran festhältst, der ist es einfach nicht wert, den du dafür bezahlen würdest. Und das Heil liegt jetzt hier wirklich in der Ablösung. Wir lassen das jetzt vom Thema her erstmal so stehen. So, ich brauche jetzt mal gleich Platz. Ich packe die jetzt mal hier in meinen Kartenständer rein. Dann haben wir hier als Krafttier für dich ist der Fuchs gefallen. Es hat auch etwas mit Selbsterkenntnis zu tun. Ziehe dich zurück und schmiede dein Glück abseits der ausgetretenen Pfade. Im Inneren wird ein neues Licht geboren. Ne? Das hat auch hiermit was zu tun und auch mit der Trennung. Trennt euch von allen Sachen, die euch nicht mehr gut tun, die nicht mehr euers ist, wo ihr euch auch definitiv von trennen wollt. Selbsterkenntnis ist hier eben auch angesagt, sag ich mal, damit in euch innerlich auch etwas Neues geboren werden kann. Wünsche, Ziele, die ihr hattet, die vielleicht bis jetzt nicht möglich waren. Mit der Pandemie, so wie es jetzt momentan aussieht, sind wir ja eigentlich auf einem recht guten Weg, drücken wir es jetzt mal so aus. Und aus den verborgenen Welten ist die Lichtpriesterin gefallen, galaktische Weisheit und kosmisches Ritual. Das werde ich euch allerdings jetzt auch vorlesen. Das ist ja von Lucy Cavendish, ne? Diese Karten jetzt hier. Und vor dir steht ein Tempel, ein Tor zu den Lichtwelten und er ist verfallen. Mit jedem Moment, den du deiner eigenen Wiederherstellung und deinem Wohlbefinden schenkst, wird er restauriert und wieder aufgebaut. Genau, dieses Alte hinter sich zu lassen. Dabei wird er zugleich auch von der Lichtpriesterin restaurisiert, von ihr, die ihre Strahlen webt und uns die Codes unseres Ursprungs wiederbringt. Du brauchst dich dazu nur auf das Licht in dir und um dich zu konzentrieren. Verbringe Zeit im Licht, im Sonnenlicht, das durch deine energetische Einfallstore in dich einströmt und im Mondlicht, das jede Zelle heilt, reinigt und neu zusammenfügt. Also ihr merkt schon, das ist schon ein einheitliches Thema, obwohl die aus unterschiedlichen Decks gefallen sind. Die Lichtpriesterin sorgt dafür, dass du das Licht erhältst, dass die kosmischen Feuer in dir wieder entfacht und alles wiederherstellt, was beschädigt und verfallen scheint. Sie erbaut den Tempel des Geistes und während du deinen Körpertempel wieder aufbaust, wird auch der Tempel, den sie bewacht, sich wieder zusammenfügen, bis er von neuem das Tor ist, durch das die Menschen dieser Erde ihren Platz im Kosmos erkennen. Also auch hier beobachte das ferne Licht in deiner Umgebung, das Spiel des Lichts auf dem Wasser, Spiegelungen in Fensterscheiben, Prismen und Laternen und Strahlen, die unsere Welt mit Staunen erfüllen und mit Botschaften aus den Tiefen des Universums. Lasse zu, dass die Planeten sich mit dir verbinden. Gehe wieder ein auf deinen Sternen selbst, dein kosmisches Wesen, deine ewige Essenz, die das Licht von tausend Sternen sind. Du bist ein Tempel und mit jeder Opfergabe an dein Wohlbefinden, an deinen Geist, restaurierst du die Tore zwischen den Welten. Sternengeborener, dein Tempel ist nicht zerstört. Er wird wiedererrichtet von tausenden Lichtern aus fernen Welten, den du einst angehört hast. Lebe dein Leben, aber in diesem Augenblick erinnere dich an deinen Ursprung und deines göttlichen Heimwegs. Also zurück zu den Ursprüngen. Ne? Ihr seid zwar kein Feuerzeichen, aber ihr steht jetzt im Feuer, sag ich mal, der Selbsterkenntnis. Alles, was nicht mehr zu euch gehört, das sollt ihr euch von trennen. Dann ist hier Liebesbotschaften gefallen. Und zwar haben wir hier einmal ist gefallen die Verspieltheit. Lachen ist die bessere Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander. Vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Ich denke gerade an dich. Ich liebe dich und die Vergebung. Vergib und vergiss. Das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Ja,
sind auch drei ganz klare Botschaften, ne? Hat auch was mit euch selber zu tun. So, dann wollen wir mal schauen, welche drei übergreifenden Botschaften ich euch mitteilen kann für den Juli. Erstmal will ich bitte das einmal ein bisschen neutralisieren hier. Mal gucken, was da fällt. Liebes Universum, gib mir bitte für die Krebse eindeutige Botschaften für den Juli 2021. Welche Themen soll ich ansprechen? Nummer zwei. Eine brauche ich bitte noch. Für die Krebse, da haben wir Nummer 3. Da wollen wir mal gucken, was da gefallen ist. Da haben wir den Mond, also Gefühle. Etwas vertieft sich, sehr schön. Oh, da haben wir den Klee. Oh, ich freue mich. Supi, den Klee. Das Glück. Und die Masken, die fallen sollen oder aufgesetzt werden sollen, je nach Situation. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich die Vorbotschaften hier sehe, dass es hier wirklich um eure Gefühle eben auch geht, um die Gefühle der anderen. Etwas vertieft sich, etwas will angesprochen werden, etwas will aus der Tiefe von euch heraus ausgesprochen werden, behandelt werden, geheilt werden. Dann haben wir hier das Glück. Das ist natürlich sehr schön. Da gibt es kein Dings. Wir gehen gleich nochmal in die Dings rein. Und eben die Masken. Die Masken können natürlich immer dafür fallen oder dafür stehen, dass ja die sogenannten Masken, die wir manchmal in ganz bestimmten Situationen eben auch tragen, dass die fallen werden, dass man sich offenbart, dass man sich euch gegenüber offenbart oder dass man manchmal einfach eine Maske aufsetzen muss, um bestimmte Situationen, sag ich mal, auch bearbeiten zu können. Um sich seinen Mitmenschen gegenüber anders zeigt, sag ich mal, als man in Wirklichkeit ist. Normalerweise sagt man ja immer, man soll sich so zeigen, wie man wirklich ist, aber das kann man natürlich nicht immer. Und da werdet ihr mir wahrscheinlich ja auch zustimmen. So, dann gucken wir jetzt mal. Diesmal nehme ich, wie gesagt, die von Angelika Schulze jetzt hier noch. Das ist das Anfängerset Tarot. Welche Themen... Um welche Themen geht es denn hier? Für die Krebse bitte brauche ich Botschaften. Die kommen schon von alleine hier. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier die Herrscherin, das Ass der Stäbe. Die 10 Münzen, wunderbar, sehr schön. Was haben wir denn hier noch? Den Narren und die 10 Kelche. Boah, 10 Münzen, 10 Kelche. Wahnsinn, meine Lieben, Wahnsinn. Da freue ich mich drüber. So, das sind 2, 4, 5. Eine ziehe ich noch. Was fehlt denn da noch? Die 5 Schwerter. Okay? Also, die Herrscherin, nicht die Hohepriesterin. Die Herrscherin, die haben wir hier, ne? Ass der Stäbe, 10 Münzen, der Narr, 10 Kelche und die 5 Schwerter. Die Herrscherin, da geht es natürlich um Wachstum. Etwas entwickelt sich eben auch sehr gut. Die Liebe blüht auf, also das kann verschiedene Bereiche betreffen. Ihr kümmert euch um etwas sehr liebevoll, hat auch was mit Lebensfreude zu tun, das Leben mal wieder zu genießen. Lebendigkeit, Geborgenheit, dann haben wir die Chance, etwas zu unternehmen, das ist das Ass der Stäbe, Chance eben auf Entfaltung, Lebendigkeit und Wachstum, das unterstützt das noch. Dann die 10 Münzen, das ist wirklich die höchste Karte, sage ich mal in Anführungsstrichen, bei den Münzen, inneren und äußeren Reichtum erkennen, wertschätzen und auch genießen. Erfolg kann natürlich finanzieller Erfolg sein, beruflicher Erfolg sein, hat aber die Münzen stehen auch für mich immer wirklich ein bisschen für das Finanzielle.
Aber sich eben auch von seinen Instinkten leiten zu lassen, ne? Vielleicht wollt ihr eine Familie gründen oder es stellt sich jetzt einfach Stabilität ein. Familiengründung wird ein Thema oder kann ein Thema sein, dass ihr jetzt, je nachdem, wirklich schwanger werdet, dass sich das jetzt erfüllt. Es geht hier auch um Nestbau, also diese Stabilität einfach auch herzustellen und sich aber auch eben von seinen Instinkten leiten zu lassen. Dann haben wir hier nochmal den Narren, der spricht auch für eine neue Lebensphase, eben auch offen und neugierig durch die Welt zu gehen, spontan zu handeln. Manchmal kann das natürlich auch für Überraschungen und auch für Chaos sorgen, also für Sachen, mit denen man vielleicht nicht, sag ich mal, gerechnet hat, aber vom Urtypus, meine Güte, steht der Narr natürlich auch für unbekümmert, locker und spontan, lebendig, offen, sag ich mal, was wir hier eben auch haben. 10 Kelche spricht natürlich auch mit anderen das Glück zu genießen, alles harmonisch und gut, alles, was mit Familie und Freunde eben auch zu tun hat. Man heiratet, man verlobt sich, also das ist wirklich auch die höchste Anzahl an Kelchen, sag ich mal, die man, ja, das ist die Erfüllung schlechthin, Harmonie pur, ne? Erfolg, Glück, Geld, alles wunderbar. Hier haben wir eine negative Karte, das ist die rücksichtslose Auseinandersetzung. Man kämpft auch um etwas, Streitlust, aber man ist auch bereit dazu. Und das kann natürlich auch in Beziehungen sein, Beziehungskrieg, ne? Man wird ausgenutzt und man distanziert sich von bestimmten Sachen. Was natürlich hier mit den obersten Karten was zu tun haben kann. Dieses, was nicht mehr zu euch gehört, sag ich mal, wirklich auch loszulassen. Ich ziehe jetzt noch mal Klärungskarten, weil hier allgemein, sag ich mal, geht es ums Glück. Das hat sich hier auch bestätigt. Es kann aber natürlich sein, dass ihr um bestimmte Sachen hier einfach ein bisschen kämpfen müsst. Und das kann auch mal hart zur Sache gehen. Es geht hier darum, Masken fallen zu lassen oder es werden Masken fallen, ne? So, ich ziehe jetzt noch mal Zusatzkarten aus dem Lenormand hier zu diesem, was bei dem Tarot gefallen ist. Das eben erstmal einmal neutralisieren hier, liebes Universum. Bitte gib mir nochmal Zusatzbotschaften hier für die Herrscherin. Ja, da geht es um Finanzen, um Gefühle. Etwas vertieft sich. Ast der Stäbe, da ist die Lilie gefallen. Das spricht auch dafür, diese Harmonie wieder einfach herzustellen. Bei den 10 Münzen geht es um euch selber. Das kann jetzt für Männlein und Weiblein stehen, aber auch ein bisschen diese weibliche Energie, dieses Abwarten, endlich die Ernte einfahren zu können, vielleicht eben auch finanziell im Job, aber eben auch zu Hause. Ihr werdet wirklich schwanger, je nachdem, um welches Thema das bei euch geht. Und hier ist der Sarg gefallen bei dem Nahen. Und das hat auch etwas mit, um wieder unbekümmert und locker zu sein, müsst ihr alte Sachen hinter euch lassen. Was, ne, dieses, ja, wie soll man das sagen? Diese Selbsterkenntnis wirklich, vielleicht in bestimmten Dingen nicht so unbekümmert zu sein, sondern lieber genau mal hinzuschauen. Dieses Chaos hinter euch zu lassen, für was der Narr ja auch manchmal so steht. Ne? Man geht so locker flockig durchs Leben und so, aber das haben wir ja eigentlich in den letzten Monaten nicht gehabt. Und das spricht auch für mich hier davor, dass dieses Alte, dass ihr das wirklich zurücklasst, dass ihr darüber nachdenkt, euch von Sachen zu trennen, die euch nicht mehr gut tun, da wirklich genau hinzuschauen. Dann haben wir hier noch die 10 Kelche. Was will da noch fallen? Genau. Ihr habt da verschiedene Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Da muss dann eine Entscheidung getroffen werden. Und hier, ja, da kommt die Sense. Das spricht auch, dass wenn ihr in einem Beziehungskrieg drinne gesteckt habt, da Feindschaften waren oder so, und die Sense spricht für mich einfach davor, dass etwas abgeschnitten wird, dass etwas ganz plötzlich passiert, wo ihr euch mit auseinandersetzen müsst. Und das wird beendet. Sich von diesem Beziehungskrieg, sag ich mal, oder ihr kriegt das mit in der Familie, also das kann ich bekommen auch von oben rein,
dass es hier auch um Familienangelegenheiten gehen kann, sag ich mal, um irgendwelche alten Feindschaften. Und da habt ihr einfach auch gar keine Lust mehr drauf. Und ich schätze mal, dass das Universum da auch eingreifen wird und diese Sache jetzt hier zu beendet, damit ihr auch mal ein bisschen wieder hier in diese Leichtigkeit reinkommt, in dieses einfach mal wieder genießen, dass man lebt, dass man eigentlich alles hat, hier genau hinzusehen, diesen inneren und äußeren Reichtum eben auch zu erkennen. Also es sieht alles sehr gut aus, meine Lieben. Ne? Und Selbsterkenntnis, sag ich mal, da steht ja der Fuchs, seid da schlau, entscheidet einfach, nein, mit diesem ganzen Scheiß, da will ich mich einfach auch emotional nicht mehr mit dran beteiligen, weil es mir einfach nicht gut tut und weil es mir einfach auf die Nerven geht. Ich muss mich jetzt hier erstmal um mein Leben selber kümmern. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche, ne? Das Glück ist da, ihr werdet da dran arbeiten, hier auch, sag ich mal, dieses Wachstum, dieses finanzielle Wachstum und auch gefühlsmäßige Wachstum. Dafür können die Fische auch stehen. Der Mond steht ja im Grunde genommen auch für Gefühle. Das hat jetzt nächsten Monat für euch die wirklich oberste Priorität, dafür etwas zu tun. So, ich ziehe jetzt nochmal was von den Secret Cards. Welche Botschaften kommen noch von euch zu? Für den Krebs 2021, für den Juli. Was haben wir denn hier noch? Der Engel des Friedens und den Rucksack. Also Friedensenergie, Akzeptanz, Balance und Harmonie herzustellen. Die Bürde, die Last an seine Grenzen stoßen. Und da geht es nämlich hier drum, wirklich das. Diese Überforderung. Diese Herzlosigkeit, Verlust, sag ich mal, das steht auch fürs gebrochene Herz, das hinter euch zu lassen, das hat auch wieder was mit Trennung zu tun. Euch davon zu distanzieren. Und wenn sich jemand von euch distanziert, das auch so hinzunehmen. Ne? Denn Resonanz, Spiegel, Schwingung, ernten, was man sieht. So wie ihr euch verhaltet, so kommt es auf euch auch zurück. Und manchmal ist es so, wenn man jahrelang um irgendetwas gekämpft hat, das kann Arbeit sein, das können Beziehungen sein, das können Familienthemen sein, egal was. Man hält dran fest, man doktert dran rum, man versucht nochmal und das kann ich nochmal versuchen und dies kann ich nochmal versuchen. Aber sobald es natürlich immer mit anderen Menschen zu tun hat, ja, und bestimmte Menschen kann man einfach nicht ändern. Manchmal hat es auch wirklich mit einem selber dran zu tun und da sollt ihr euch jetzt wirklich dann eben fragen, so wie man in den Wald hineinruft, ne, so schallt es auch wieder heraus. Und da solltet ihr mal drüber nachdenken bei bestimmten Themen hier, je nachdem welches Thema bei euch jetzt hier, ich habe es ja jetzt versucht wirklich so allgemein wie möglich zu halten. Ja, diesen Rucksack, den ihr mit euch rumtragt, diese Bürde, diese Last, ach, immer wollen sie was von mir, immer, man fühlt sich in der Pflicht, man, ne? Das können so viele Sachen sein, ne? Und damit seidet ihr, ihr stoßt jetzt einfach da auch an die Grenze, wo ihr sagt, ich kann einfach nicht mehr und ich will das auch nicht mehr. Wir sind nur begrenzte Zeit auf Erden, das kommt mir hier so rein. Also das ist, bekomme das auch gerade gefühlsmäßig von oben rein. Kommen mir wirklich schon fast die Tränen, sag ich jetzt mal so. Also bei einigen von euch ist es auch so, dass man jahrelang, ja, wie soll man das sagen, sich etwas aufgebürdet hat und dieses natürlich dann loszulassen, ne, ist natürlich unwahrscheinlich schwer, gerade wenn man lange dran gearbeitet hat. Aber ich soll euch sagen, Friedensenergie, akzeptiert auch das, versucht da wieder eine Balance und die Harmonie wieder reinzubringen. Wir sind nur eine begrenzte Zeit auf Erden und da sollten wir das Beste draus machen und uns nicht mit Sachen, sag ich mal, beschäftigen, jahrelang mit uns herumtragen, wo wir letzten Endes sowieso nichts dran ändern können. Andere Menschen können wir auch nicht ändern. Wir können nur uns selbst ändern. Und das einfach mal anzunehmen und zu sagen, okay, dann lasse ich den, diejenige, das erstmal gehen. Das gehört nicht mehr zu mir. Ich konzentriere mich jetzt hier auf meine Sachen, das, was mir wichtig ist. Das soll ich euch mitteilen, meine Lieben. Ich hoffe, dass ich euch damit helfen konnte. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, eure Prinzessin der Kelche. Ciao.